und herzlich willkommen zu einer neuen Info-News von mir an euch zu Hause da draußen am Empfangsbolzen. Folgendes, die nächsten Tage bin ich nicht allzu oft aktiv. Warum? Richtig, ich bin im Urlaub. Richtig, was mache ich? Ich bin weg. Ich fahre mit meinem Hobel durch die Gegend, also mit dem Wohnmobil bin ich wieder unterwegs. Ich weiß nicht, so roundabout 10 Tage oder so. Ich weiß noch nicht, wie ich Lust und Bock habe. Muss mal gucken. Und wo geht's genau hin? Weil ich immer wieder gefragt habe, wo fährst du denn eigentlich hin? Was machst du denn überhaupt im Urlaub? Ich nehme mir mal Baden-Württemberg vor. Ne? Ich war schon ganz oben im Norden, also hier im Norden, hier oben war ich schon ganz viel unterwegs. Ich war auch hier schon, dann war ich auch schon hier und dann war ich schon dort und hier in der Mitte und überall. Und ich will aber auf alle Fälle jetzt mal Baden-Württemberg mir ins reinziehen, mal gucken. Und ich komme auf alle Fälle die Acht hochgeschüsselt hier. Na, das ist so mein erster Punkt hier. Das wird bestimmt ganz schön morgen. Also, beziehungsweise ich fahre Donnerstag. Also, wie das Video vielleicht ein bisschen später sieht. Also, Donnerstag. Beziehungsweise, ich nehme es jetzt Mittwoch auf. Also, Donnerstag fahre ich los. Mittwoch. Perfekte Zeit, um in den Stau zu fahren. Abends fahre ich die A8 hier hoch. Beim Eichelberg und so hier lang komplett. Und mein erster Stopp wird Karlsruhe. Stimmt nicht. Meine Frau hat gesagt, jetzt schon irgendwas rausgekruscht. Irgendwo hier in der Mitte zwischen Ulm, Günzburg, irgendwo gibt es ein kleines Nest mit riesengroßen Ostereiern. Das größte Nest mit den dicksten Eiern. Will sie sich anschauen. Dann fahren wir dahin. Dann geht's weiter nach Karlsruhe. Karlsruhe gibt es eine fette Therme anscheinend. Almbad. Dümpelteich. Ich weiß es nicht. Da fahren wir hin zum Baden. Relaxen. Und dann geht's runter nach Baden-Baden. Beziehungsweise dann die 500er Bundesstraße. Hier, die hier. Ne? Die zieht sich dann hier durch. Irgendwie durch den Schwarzwald. Ich will einmal quer durch den Schwarzwald rammeln. Mal gucken, was es da so für Sehenswürdigkeiten gibt. Und jetzt vor allen Dingen für die Leute, die aus Baden-Württemberg sind, wenn ihr richtig heiße Tipps habt, wo ihr sagt, Alter, da musst du stehen bleiben, das ist so geil, das musst du gesehen haben, dann dürft ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben, weil dann vielleicht kriege ich das noch auf der Strecke irgendwo so hin, dass ich mir das eine oder andere anschaue. Schließlich habe ich circa, Pi mal Daumen, 8, 9, 10 Tage Zeit dafür. So, also, ich schüssel also los hier, bleiben wir hier, Karlsruhe runter, dann hier die 500er Bundesstraße, geht es dann hier irgendwie runter, keine Ahnung, irgendwie hier nach Tittisee, Neustadt, Willingen, Schwengau, Gedöns. Das will ich mal alles reinziehen. Und dann schaue ich mir noch Freiburg an. Freiburg bleibe ich, glaube ich, 3 Tage, meine ich. Da ist irgendwo ein Campingplatz hier irgendwo. Irgendwo ist ein Campingplatz. Da dümpel ich dann ein paar Tage rum mit dem Fahrrad und schaue mir das alles ein bisschen an. Dann geht es irgendwann mal weiter nach Triberg im Schwarzwald, will ich mir angucken. Da, glaube ich, fahre ich aber eh vorbei hier. Da gibt's ja, muss ganz hübsch sein. Hier mit dem Bergsee und so. Mal gucken, das will ich mal reinziehen. Dann geht es natürlich noch ganz kurz in die Schweiz. Kleiner Abstecher in die Schweiz, nämlich Schaffhausen, klar. Den Rheinfall, den will ich mir natürlich angucken. Muss Spektakel hoch 10 sein. Schaue ich mir an. Mal gucken. Dann geht es auch weiter an den Bodensee, meine Damen und Herren. Da werde ich dann hier mir die komische Insel Meinel anschauen. Hier. Und dann werde ich mir hier auf der Insel Reichenau, werde ich mir gepflegt irgendwo einen schönen Campingplatz suchen. Entweder hier oder irgendwo anders gibt es auch noch einen. Da werde ich mich gepflegt hindümpeln und auch ein paar Tage genießen. Ne? Bis wir dann, oder beziehungsweise meine Frau will unbedingt nach Salem fahren. Da gibt es auch einen Campingplatz, da bin ich dann wahrscheinlich. Und hier gibt es diesen Affenberg. Da gibt es anscheinend irgendwelche Affen, die hüpfen da rum, die klauen da die Bananen aus den Griffeln. Da wollen wir auch hin. Denn dann gibt es erstmal Schelle. Wer mir meine Banane klaut, der kriegt Schelle. Gut, das ist so ein bisschen so der Plan. Das ist was so schnell durchlauf, aber das ist das, was ich so vorhabe. Und will praktisch, wie gesagt, hier hoch und dann da runter und dann einmal quer, einmal hier, einmal da, einmal jenes. Und wie gesagt, auf dieser kompletten Strecke, wenn ihr da irgendwas habt in Baden-Württemberg, wo ihr sagt, Alter, das ist so ein bisschen so ein Insider, dann haut mal raus. No? Dann werde ich mir das gepflegt reinziehen. Unterwegs bin ich natürlich, da ist er, da ist er, da Hobel. Ich mache jetzt demnächst mal, habe ich schon viele gefragt, mach doch mal ein Video von innen. Werde ich jetzt demnächst mal machen, ne? Dann könnt ihr das auch mal sehen, wie es da in so einem Gerät aussieht, wer es nicht kennt, ne? Logisch, mache ich dann demnächst mal. Wo sind wir? Hier ist Google Maps. Genau, dann das mal zur Info. Gut, dann wisst ihr Bescheid. Ich bin, wie schon gesagt, ein paar Tage nicht da. Ich hoffe, ihr kommt ohne mich zurecht. Würde ich hoffen. Und ansonsten wisst ihr erstmal Bescheid. Bin ich ein paar Tage nicht da. Ich gammel erstmal. Amsterdam, Holland. Da war ich auch schon irgendwo. Holland war ich auch schon. Genau, in Utrecht war ich auch schon. Da war es auch ganz schön. Ich war schon überall. Genau, dann wisst ihr Bescheid. Haltet die Ohren steif bis dahin. Wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt, gibt es halt dann logischerweise dann später. Wenn ich wieder nach Hause komme, wird es dann dementsprechend die ganzen Videos ratzepatze auf einen Schlag geben. Logisch, aber dazu dann später mehr, wenn es dann soweit ist. Ihr wisst erstmal Bescheid. Ich bin ein paar Tage nicht da. Ich wünsche euch frohe Ostern. Macht's gut. Bis bald und adios.